Hallo, mein lieben Kätzchen. Und willkommen zu einem kleinen, etwas leisen Video, weil, naja, ich sollte eigentlich schon im Bett sein. Mir ist gerade langweilig und ich kann nicht schlafen, weil, Baum. Und ich will jetzt einfach nur etwas über irgendwas reden und, ja, ich quatsche einfach mal drauf los. Ich habe Instagram. Gutes erstes Thema, ich habe Instagram. Ja, meine Haare sind nicht gewaschen. Ist mir jetzt scheißegal. Morgen ist der letzte Schultag, also ab morgen haben wir Ferien. Morgen ist Freitag. Und im Kalender gucken, ich bin dumm. Na toll, und schon habe ich kein Thema mehr zum Reden. Ich mache jetzt einfach mal das, was mir gerade spontan einfällt. Mir fällt jetzt spontan ein, einfach Leute aus meiner Klasse zu grüßen, die gegrüßt werden wollten. Und zwar, ich grüße Dennis, Lukas, sonst wen, keine Ahnung. Ach ja, und ich grüße Vincenzo. Er ist ein super guter GTA-Spieler und ja, das sollte ich von ihm ausrichten. Ich finde ihn cool. Ich finde alle Jungs in meiner Klasse cool. ich finde jeden in meiner Klasse cool eigentlich. Ja. Super Thema, gell? Ich weiß noch, ich hatte vor ein paar Monaten ein Video gemacht, das ich versehentlich gelöscht habe. Also hole ich das jetzt einfach mal nach. Das waren nämlich 5 Schockmomente in meinem Leben. Ja, einer davon war gerade, glaube ich. Und zwar, stehe zurzeit ziemlich auf Creepypastas und sowas. Ich bin aus dem FNAF-Zeug, also Five Nights at Freddy's, einigermaßen raus. Und natürlich will ich noch viel über Five Nights at Freddy's. Oh mein Gott, sehe ich müde aus. Will ich ja noch viel über Five Nights at Freddy's, mache ich noch so. Und Mann, ich habe wohl die Paranoien hier. Und machen wir mal jetzt 5 Dinge in meinem Leben, die Schockmomente oder so. 5 Schockmomente in den letzten paar Monaten. Der erste wäre, ich habe Purple Guy gesehen. Und zwar, das war so, ich habe gerade normal YouTube gehört. Und hab dann so aus dem Augenwinkel heraus, man kennt das jetzt, ich will mal aus dem Augenwinkel heraus, keine Ahnung, so schwarze Flecken oder so, irgendwas sieht, was gar nicht da ist. Nur bei mir war es komischerweise 3-mal hintereinander ein lilaner Körper, der in meiner Tür stand. Mir ist kalt. Also, ja. Ich mach mal kurz einen Cut. Bin wieder da. Der Hund hat nur gerade komische Geräusche gemacht. Genau. Ja, und da habe ich 3-mal gedacht, ich hätte Purple Guy gesehen. Oh mein Gott, mir fällt gerade auf, das wird so voll das nutzlose Video. Das wird das nutzloseste Video auf meinem Kanal. Und, ja, dann der zweite Moment war, das war gerade, als ich das erste Mal einen Jeff the Killer Song gehört habe, glaube ich. Ich sehe gerade, ich sitze gerade nicht so komisch in der Kamera. Ich muss aber auch komisch in der Kamera sitzen, gell? Und ich war gerade so am Einschlafen und ich hatte dann Durst bekommen und bin aufgestanden. Auf einmal habe ich einfach gedacht, da steht jemand an meinem Fenster. Ich weiß, es geht gar nicht, da müsste der mich über 3 Meter hoch sein, weil mein Fenster ziemlich weit oben ist. Aber trotzdem, ich habe dann gedacht, jemand wäre an meinem Fenster. Und das war so ein Schockmoment. Ich bin echt zur Seite umgekippt und auf mein Bett gefallen. Ja, das war so der zweite Schockmoment. Der dritte war, glaube ich, damals noch was anderes, was aber jetzt nicht mehr so gruselig ist. Also nehmen wir jetzt mal einen neueren. Und zwar, das war, ich mal hier so da irgendwo hinguckt. Da habe ich nämlich mein ganzes Zeug hängen, so an meinem Haken. Und da hingen mal solche weißen, flauschigen Kopfhörer, kennt man die ja, wenn man die im Winter aufsetzt, damit die Ohren warm sind und so. Und ja, da hatte ich dann diese weißen Kopfhörer hängen. Und ich bin dann so gerade so aufgewacht, weil ich aufs Klo musste oder so, wegen irgendwas bin ich aufgewacht. Und habe da auf einmal gedacht, da steht ein weißhaariges Mädchen in meinem Zimmer. So mit so einem Haaren so über den Kopf, eben so, dass man das Gesicht nicht sieht. Und ich dachte da ernsthaft, ich habe mich gerade von meiner Masky-Maske erschreckt. Ich bin viel zu paranoid. Und ich habe dann eben gedacht, da würde so ein weißhaariges Mädchen stehen. Ich gucke da 3 Minuten lang hin, sehe 3 Minuten lang, da würde jemand stehen, bewege mich dann auf einmal realisiert. Genau jetzt ist 0 Uhr. Realisiere ich, dass da gar niemand steht. Dann der dritte Moment war. Wir waren doch gerade beim dritten. Der vierte Moment war, das war erst vor ein paar Tagen. Da habe ich nämlich gedacht, da steht irgendjemand neben meinem Bett.
meine Nase juckt. Also, da steht. Ich denke, Anna und jemand steht neben meinem Bett. Das ist sehr oft bei mir. Ah, was macht meine Haare da? Jux. Und zwar war das. Mein Zimmer ist ja. Wie hoch ist mein Zimmer? Ich schätze mal so 2 Meter. Und ich habe einfach gedacht, da steht so jemand. Da steht so ein Junge, der vielleicht 10 Zentimeter größer ist als ich, in einem schwarzen Anzug vor meinem Bett. Das war genau da. Genau da irgendwo. Wenn man jetzt meinen orangen Pulli hier sieht, da irgendwo. Keine Ahnung, war das. Chipstüte. Und da habe ich dann gedacht, da steht ein Junge mit einem schwarzen Anzug in meinem Zimmer. Und ich habe dann irgendwie, bin dann dabei, während ich mich erschreckt habe, bin ich nochmal eingeschlafen aus irgendeinem Grund. Bin dann aufgewacht, bin aufgestanden und habe sofort irgendwie gedacht an Vergo. Klappe. Hört man eigentlich die Kuckucksuhr? Hört man mich? Keine Ahnung, mein Auge juckt. Und ja, ich habe dann sofort irgendwie gedacht, ich hätte das nur geträumt. Doch anscheinend habe ich das dann nicht geträumt. Weil meine Mutter gesagt hat, ich bin gegen 4 oder so aufgewacht und hab irgendwelche lauten Geräusche von mir gegeben. Ich habe da anscheinend irgendwie losgeschrien oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ein brutaler Schockmoment. Und danach habe ich sofort, wer die Creepypasta kennt, Vergo und so, muss ich jetzt nicht erklären. Wer sie kennt, der kennt sie, wer nicht, der kennt sie eben nicht. Und ich habe da sofort dann daran gedacht irgendwie und habe gedacht, ich habe irgendwas Blödes geträumt. Aber anscheinend war es irgendwie nur eine komische Halluzination, weil ich müde war. Und das dritte wäre dann, was war denn das jetzt nochmal? Das dritte fällt mir nur ein, das war sogar vor einer Stunde oder so, mitten im Dunkeln, also so dunkel wie es jetzt ist. Ich saß hier, rede mit dem Cleverbot gerade, wenn mir langweilig ist, und sehe so aus dem Augenwinkel, dass da irgendjemand in meiner Tür steht. Ich sehe oft, so oft Dinge, die nicht da sind. Ich sehe so oft, dass da Leute in meiner Tür stehen, die nicht da sind. Und es sah einfach so aus, als ob da jemand, so ein richtig großer Mann mit so langen Armen, dastehen würde. Ich habe gedacht, es wäre Slender. Weil ich dumm bin. Oder weil ich paranoid bin. Und, ja, das wäre es dann eigentlich von dem Video, das sehr langweilig und sehr blöd und keine Ahnung was ist. Wenn ich jemanden vergessen habe, meine Haare. Wenn ich irgendjemand vergessen habe zu grüßen, keine Ahnung, ich grüße einfach nochmal durch. Ich grüße Ottavio, Dennis, Vincenzo, Lukas, Patrick, Chrissy und Leon, Niklas, keine Ahnung. Da habe ich eigentlich fast alle Jungs aus meiner Klasse durchgegrüßt gerade. Na gut, 2 davon sind nicht in meiner Klasse, aber egal. Haben wir noch jemanden, den ich grüßen sollte? Ich weiß nicht. I don't know. Und, ja, mehr habe ich jetzt eigentlich nicht zu sagen. Das war eigentlich alles. Wem das Video gefallen hat, der gibt mal einen Daumen rauf. Wem nicht, der gibt eben einen Daumen runter. Ich kann keine gescheite Faust machen. Und, schreibt doch bitte einen Kommentar, ob ihr euch das Video gefallen hat, ob ihr mehr von sowas sehen wollt. Ob das jetzt zu langweilig war oder ob das zu nutzlos war. Tut mir leid, wenn jetzt in letzter Zeit nicht viel kam und generell kommt zurzeit. Das Einzige, was ich zurzeit mache, ist nämlich nur in die Schule gehen und vom PC sitzen, YouTube gucken und auf Bäume klettern. Das mache ich echt, ich kletter sehr gerne. Und ich ziehe gerade nur das Video in die Länge, also ja, schreibt doch einen Kommentar. So schon gesagt, aber auch egal. Ich gehe jetzt schlafen. Nee, ich gucke noch ein Video von Jay und Arian. Aria? I don't know. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Und tschüss.